Champions League Finale 2021 zwischen Manchester City und dem FC Chelsea. Aber hören wir erstmal in die Hymne rein. Ein Blick auf die Aufstellung bei Manchester City. Ederson im Tor, davor die Viererkette, Sinchenko, Diaz, Stones und Walker in der Viererkette, Fernandinho auf der Sechs, De Bruyne und Gündogan davor, Jesus in der Spitze, Mahrez über rechts außen und Foden über links. Beim FC Chelsea, Mendy im Tor, die Dreierkette aus Rüdiger, Silva und Azpilicueta, rechter Verteidiger Reece James und links Chilwell auf der zentralen Position, Kai Havertz und N'Golo Kanté in der Spitze, Werner über links Mason Mount und über die rechte Seite Christian Pulisic. Springen wir ins Spiel. Manchester City in hellblau früh unter Druck, weil der FC Chelsea nichts von Defensive wissen wollte. N'Golo Kanté in der 9. Spielminute mit einem Paukenschlag in diesem Finale. Ein unglaublicher Auftakt für die Elf von Thomas Tuchel. Pep Guardiola musste sich erstmal die Augen reiben, was hier denn eigentlich los war an diesem Samstagabend. Es war ein spielerisch hochwertiges Finale. Was für ein Pass auf Timo Werner. Kein Abseits. Er kommt alleine zum Abschluss vor Ederson. Aber er scheitert. Wenn man eines in dieser Champions League-Saison bei Chelsea kritisieren muss, dann ist es der Abschluss. In letzter Instanz machen die Blues da am Ende zu viel Fehler, um ja vielleicht den ganz großen Triumph zu greifen, aber sie führten ja gegen Manchester City und die Citizens, sie brauchten hier eine Weile, um in den Abend reinzufinden. 25. Minute schon, dann mal Ilkay Gündoğan, der in dieser Saison ja einige Male als Torschütze auftrat, hier schießt er knapp vorbei, allerdings hätte der Treffer aufgrund einer ganz knappen Abseitsposition auch nicht gezählt. Manchester City aber vor der Pause nochmal gestärkt und es stand ja nur 0:1. Mahrez, zweite Reihe, Abschluss, aber dann unter dem Strich dann doch etwas zu wenig. Dann auch der rechte, schwächere Abschluss von Mahrez, der rechte Fuß. Nicht seine hundertprozentige Stärke. 9. Minute, das hatte erstmal Bestand, dieser Treffer von Kanté, aber Manchester City wurde vor der Pause schon stärker und jetzt auch aggressiver. Silva weiß nicht wohin mit dem Ball, verliert ihn an Rodri, das darf man natürlich nicht machen. Mahrez legt genial quer und Bernardo Silva mit dem 1:1. 48. Minute, aber was für ein Bock von Silva, das darf ihm niemals passieren, weiß er mit seiner Erfahrung noch eigentlich auch, dass man da nicht ins Dribbling gehen darf. Azpilicueta und Co. kommen zu spät, vom Innenpfosten prallt der Ball ins Netz und jetzt hatte City Blut geleckt. Der FC Chelsea konnte sich hinten kaum noch befreien. Bernardo Silva, Doppelpack, Spiel gedreht. 12 Minuten gespielt im zweiten Durchgang und der FC Chelsea plötzlich im Hintertreffen. Bernardo Silva bislang der entscheidende Mann. Er kam erst zur Pause und drehte jetzt das Spiel. Aber der FC Chelsea gab sich natürlich noch lange nicht geschlagen. Mason Mount mit der Hacke zu N'Golo Kanté. Der legt raus, viel Platz für Pulisic. Und der legt einmal quer für Mason Mount. 2:2. Spielerisch hochwertig, viele Tore. Was will man mehr bei so einem Champions League Duell? Zweier englischer, hochmotivierter Mannschaften. Und Pep Guardiola wusste nicht, was war mit seiner Mannschaft, die defensiv so stark ist, teilweise los. Offenes Visier, es war alles möglich. Jetzt wieder Manchester City mit Kevin De Bruyne. Und Gabriel Jesus. 89 Minuten fast untergetaucht. Aber im entscheidenden Moment ist die Nummer 9 da. Die Freude zum Greifen nah, dieser Titel. Manchester City mit dem 3:2 ganz kurz vor dem Abpfiff. Und der FC Chelsea, er war so richtig bedient.
Beim letzten Champions-League-Erfolg gegen die Bayern schlugen sie spät zu. Jetzt kassierten sie spät die Quittung. Und es war nicht nur der Ausgleich, nein, es war der Siegtreffer von Gabriel Jesus. Danach war nämlich Schluss. Manchester City gewinnt in einem turbulenten Spiel mit 3:2. Und der FC Chelsea, er muss sich in diesem Finale geschlagen geben, weil sie am Ende eben in der Defensive einen Augenblick zu unachtsam waren. Und dann wurde die Trophäe in den Himmel gestreckt. Beide Mannschaften hätten sich diesen Erfolg, diese Trophäe verdient gehabt. Es kann nur einen geben. Und da war Manchester City wohl den Ticken auch besser. Champions League-Sieger 2021, Manchester City.